Hier in der Region Trier wird Biomüll getrennt entsorgt. Oh ja. Ist ja auch gut für die Umwelt. Dafür präsentieren das Land und der Abfallentsorger ART ihr innovatives Konzept fürs neue Jahrzehnt. Eine Papiertüte im Designer-Eimerchen. Seit Mitte Dezember, also schon vor dem 1.1., haben wir ein Designer-Eimerchen mit einer durchsiffenden Tüte und laufen jetzt spazieren mit unserem Biomüll. Nur anstatt der Biotonne, die komfortabel und bürgerfreundlich vor der Haustür abgeholt wird, muss man halt diesen Biomüll zu einer zentralen Station bringen. Und diese zentralen Stationen liegen natürlich an den zentralen Orten und hier. Es ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, weil man natürlich zu dem Container gehen muss, aber man ist einfach flexibler. Ja, Flexibilität, die begeistert. Das heißt, ich bin ungefähr 20 Minuten beschäftigt, nur um meinen Biomüll vom Tag, von dem einen Tag, in den Container zu tragen. Ich habe vorab gefragt, ob denn diese Container für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Hab die Antwort bekommen, ja, das sollte funktionieren. Ja, es funktioniert leider nicht. Papalapap, Zähne zusammenbeißen und einfach nur schnell den Hügel runterrollern. Da ist man doch, viel flexibler. Ups. So. Dann leider nicht. Aber es geht nun mal um die Umwelt. Weniger Wege für die Müllwagen bedeuten weniger CO2, Benzin und Feinstaub. Toll. Ich fahre mit dem Auto hin. Ich fahre mit dem Auto. Na gut, aber ansonsten ist die Biotüte echt eine saubere Sache. Und Überraschung, deswegen machen alle mit. Wir haben das schlichtweg unterschätzt. Also uns ist definitiv das Aufkommen an Bioabfällen zum Jahreswechsel, damit haben wir so nicht gerechnet. Tja, dann wird die ein oder andere Tüte eben in der Natur kompostiert. Wir müssen jetzt aber zugegebenermaßen natürlich auch zusehen, dass wir das jetzt ganz schnell so hinkriegen, dass es für die Leute auch immer noch Spaß und Freude macht, das System zu nutzen. Und wie viel Spaß das macht. Einzigartig, die Biotüte der ART.